Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Überraschung, dass es jetzt schon wieder ein Video gibt, aber ja, es hat sich jetzt so ergeben. Ich habe in meinem letzten Video zu der Pet Snowy Toilette ja erwähnt, dass ich vorhabe, jetzt auch mal nach anderen Modellen Ausschau zu halten, die auch mal oben offen sind von den ja, elektronischen Katzentoiletten, da das bisher eher eine Seltenheit ist. Und da bin ich auf eine Firma gestoßen, die heißt Nercasa. Und die stellen eine solche Toilette her. Die habe ich jetzt auch bestellt. Das ist ein Indiegogo-Projekt, also so eine Art, so ähnlich wie Kickstarter. Gibt es das auch? Also Indiegogo ist quasi genau das gleiche wie Kickstarter. Wo halt Firmen quasi Crowdfunding betreiben können, um ihre Produkte halt in ja, Massenproduktion zu bringen, um halt die nötigen Mittel dafür aufzubringen. Und die haben auch eine Gruppe auf Facebook, auf der sie eben wichtige Informationen zu dem Produkt teilen und eben ja, ein paar Informationen teilen, unter anderem eben auch den Start des Projekts. Und die haben ein kleines Gewinnspiel veranstaltet, wo ich auch mitgemacht habe. Und ich habe prompt gewonnen. Und jetzt habe ich von dieser Firma ein Päckchen bekommen, mit einem Produkt, das heißt P0 Pro Light Must-Have Pet Grooming System. Also es geht wohl um einen Pflegesauger, also wie so eine Art Staubsauger mit Bürsten für die Katzen. Und ja, das hat mich natürlich auch interessiert, denn ich habe alles Fellkatzen, also ich habe keine Nacktkatzen oder sowas. Deswegen ist das bei mir natürlich auch Standard, dass alles permanent immer voller Fell ist. Insbesondere mein Kater, der Yankee, das ist ein Selkirk Rex, der sieht aus wie so ein kleines Schäfchen. Ich nenne ihn auch immer liebevoll die dreckige kleine Gewitterwolke. Und ja, sein Fell ist der absolute Horror, absoluter Graus. Ich muss ehrlich sagen, mir kommt nie wieder ein Selkirk Rex ins Haus, weil das ist wirklich, also harte Arbeit. Und absolut nervtötend, besonders wenn man wie ich zum Beispiel auch in der Küche dunkle Oberflächen hat. Die Haare sind einfach überall. Es ist schlimm. Ja, und das habe ich auch genau so in meiner Teilnahme, in meinem Beitrag geschrieben. Und ja, Nercasa hat mich ausgewählt und hat mir jetzt dieses Produkt zugeschickt. Und ich dachte mir, das ist ganz praktisch. Das können wir dann jetzt einmal gemeinsam öffnen und uns angucken und schauen, wie das funktioniert. Ne? Okay, es ist eine Box in der Box. Ah, nee, doch nicht. Da ist nur so eine Pappe obendrauf. Aber da steht nichts drauf. Ach, und das ist hier schon so drin. So, wie ihr sehen könnt, das ist die Box. Ich habe jetzt nur die Pappe rausgeholt, die obendrauf lag. Hier ist schon das Benutzerhandbuch. Hier sehen wir auch, wie der Sauger ausschaut. Ist ein bisschen zerknickt. Ja, das können wir uns gleich einmal anschauen. Und dann, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Schlauch, wir haben den Sauger und dann sind hier anscheinend verschiedene Bürsten und Aufsätze. Wir haben einmal diesen hier, der etwas größer mir ausschaut und etwas gröber. Und dann hier ist eine Art Kamm, also so ein bisschen wie so eine Unterwoll, wie so ein Fur-Master sieht das aus. Und es lässt sich halt alles an diesen Sauger wohl anschließen, um das Fell direkt einzusaugen. Und was haben wir hier? Oh, das scheint mir nicht für die Katzen gedacht zu sein, sondern eventuell für Möbel. Also ich wüsste sonst nicht, wie man damit die Katze bürsten soll, aber das finde ich bestimmt noch raus. Und dann, da ist noch was drunter. Da ist noch irgendwas drunter. Okay, und hier haben wir jetzt das Gerät. Vielleicht kriege ich das da raus. So. Guckst du? Dann, hier ist noch ein
Saugrohr. Okay, ja, ich schätze, dass das auch für Möbel gedacht ist. Ich tue mal hier jetzt alles an die Seite, weil da ist noch irgendwas. Ah, der Standfuß. Ah, weil das kann man nämlich, da kann man die Bürsten draufstellen. Okay, ja, dann packe ich das mal aus, wa? So, so sieht das jetzt gerade aus. Wir haben hier den Sauger, dann die ganzen Einzelteile, die jetzt hier man auf diesen Fuß stellen kann. Und ja, hier ist noch der Schlauch. Ich weiß nicht genau, ob man den da jetzt auch irgendwie noch mit draufstecken soll oder nicht. Aber das finde ich noch raus. Und ich habe mir jetzt hier mal den Guide angeschaut, habe jetzt festgestellt, P0 Pro ist wohl die Variante, wo noch ein Clipper bei ist, also eine Haarschneidemaschine. Und wir haben jetzt die Light Edition mit ja, allem, was da sonst bei ist, nur halt eben nicht diesem Schneidegerät. Dann gibt es wohl noch ein Max Set, da ist dann noch ein Filter bei. Okay, also Assembly. Man muss den Schlauch anstecken, das Gerät in den Strom stecken, ein Accessoire verbinden, also eine der Bürsten, und dann kann man das benutzen. Also wir haben einmal eine Grooming Brush, ein De-Shedding Tool. Also das ist quasi... Das hier ist die Grooming Brush, das ist das De-Shedding Tool. Und das hier ist dann die Cleaning Brush für Kleidung ist das gedacht. Ah ja. Und hier das Ding, dieses schmale Teil, ist dann für sowas wie Sofaritzen etc. Okay. Den haben wir nicht. Dann haben wir hier eine Beschreibung der Knöpfe auf dem Gerät. Die sind auf der anderen Seite. Ich drehe das mal kurz rum. Na, also hier sind die Knöpfe. So, das ist einmal Power. Dann gibt es da wohl ein Licht, was anfängt zu leuchten. Use the white light will pulse, increasing and decreasing the loop. Dann haben wir hier, ach so, einmal die Stärke. Okay. Care and Maintenance, also wie man hier den Behälter auswechselt, das muss man lift the dustbin upward to remove it. Ah, okay, das war einfach. Okay, ist dieser Behälter hier. Das sieht ziemlich cool aus. Scheint auch ein cleveres Design zu sein, so wie das hier aussieht. Ach so, das ist der Filter. Ah, hier unten. Da gibt es dann wahrscheinlich auch Auswechselfilter, so wie ich das hier sehe. Dass, wenn das hier verschmutzt ist, dass man das austauschen kann. Das muss man dann wahrscheinlich nachbestellen. Okay, das ist relativ einfach. So, und dann... Ja, hier steht dann noch, wie man den Filter wechselt, wie man von dem Clipper... Das haben wir ja nicht. Ja, ich glaube, fast mehr muss man gar nicht wissen. Ja, das war's schon. Ich schätze, dann können wir es einmal ausprobieren. So, ich habe jetzt hier den Schlauch mal reingemacht und ich habe mir gedacht, ich teste jetzt mal als erstes diese Bürste. Die hat hier, sehe ich jetzt auch, so eine Oberfläche, die ein bisschen rauer ist und die Haare einfängt. Das ist so eine typische Haarfangbürste, sowas Ähnliches habe ich auch schon. Und hier der Stuhl, der ist auch ein bisschen haarig. Deswegen dachte ich, teste es jetzt erstmal da drauf. Also, ich müsste ja jetzt nur Power drücken. Okay, das geht von der Lautstärke her. Ist jetzt noch nicht so dolle. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn man die Geschwindigkeit verändert. Ah, das ist zweite Stufe. Ja. Das ist die dritte Stufe. Jetzt sieht man auch, hier leuchtet das, die Lampe, die leuchtet jetzt auch. Okay, probieren wir mal. Sieht man? Sehr viele Haare.
Aber muss man jetzt ein bisschen manuell abzupfen. Okay. Geht aber gut. Ja, das ist ein bisschen. Jetzt sieht man auch, wie sich die Haare hier drinnen drehen. Sieht man das? In den Behälter? Ist auf jeden Fall alles reingegangen. Ja, das funktioniert aber ganz gut, muss ich sagen. Also ist natürlich jetzt die Frage, wie praktisch dieses Gerät ist, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Couch absaugen will. Aber an sich finde ich das gar nicht schlecht. Ja, dann probieren wir doch mal die Shedding-Bürste. Ich krall mir jetzt mal meinen Kater. Ah, da ist auch hier so ein, so ein Dingens, so sieht man. Ah, cool. Ist ein bisschen schwergängig. Liegt vielleicht daran, dass es neu ist, aber ja, mal testen. Mein Kater hat zum Glück keine Angst vor Saugern, deswegen ist das ganz gut, weil alle anderen Katzen gehen in der Regel stiften. Eieieiei. Habe ich den Stuhl gerade sauber gemacht, damit du den wieder dreckig machen kannst. Was hältst du davon? Hm? Was hältst du denn davon, dicker Stink? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass der hier nicht direkt stiften geht. Dreh dich mal rum, ein Dicker. Ja. Ja. So, okay. Nein, 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 bleib mal sitzen. So, wir testen das jetzt mal. Du magst das eigentlich. Gucken, wie du das findest. Auf schwächste Stufe. Gucken, ob das was macht. So, jetzt haben wir hier ein paar Haare drin. Wenn wir das jetzt lösen. Direkt eingesaugt. Habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob ich es gerade drauf hatte. Stinky, du magst doch gebürstet werden, oder? Hm? Wie findest du das? Wie findest du das? Ist das gut oder ist das nicht gut? Was sagst du dazu? Oh, guck mal, wie hübsch du jetzt aussiehst. Ha? Das ist echt cool. Das geht total einfach. Also ich brauche auch gar nicht eigentlich währenddessen so dolle saugen, weil eigentlich geht es ja nur darum, dass die Bürste gereinigt wird. Ne? Also man könnte theoretisch auch trocken kämmen, dann das Gerät anmachen, dann kurz einsaugen und dann weitermachen. Aber wahrscheinlich geht die Katze dann währenddessen stiften. Das wäre natürlich nicht so cool. Bitte. Das machst du prima, Stien. Prima machst du das. Bleib mal hier. Ja, immer nicht dann, wenn ich das möchte, ne? Du Äumelchen. Ja, Köpfchen. Coole Sache. Jetzt müssten wir aber eigentlich noch die andere Bürste mal testen. Stinky. Nein, 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 bleib mal sitzen. Bleib mal sitzen. Ist doch nicht so schlimm. So, komm, ganz schnell auswechseln. Ganz schnell auswechseln. Geht auch relativ gut. Jetzt haben wir hier die Shedding-Bürste. Mal gucken, was die so macht. Da kommt auch eine ganze Menge raus. Okay, geht nicht immer alles raus, wenn man das einsaugen möchte. Aber schaut euch an, wie viel Fell dieser Kater hat. Ja, ich glaube, die andere Bürste ist besser für ihn gerade.
Also ich drücke nicht dolle, nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie wundert, der macht sich nur platt, weil ja, dieses Gefühl über den Rücken, da legt er sich dann meistens hin. Guck mal. Ja. Aber die war auf jeden Fall für ihn jetzt gerade, war die besser. Aber das ist ganz cool, muss ich sagen. Also ich finde das nicht schlecht. Ich mache das jetzt mal aus. Und dann stelle ich das Gerät nochmal hier hoch. Ja, und jetzt sehen wir, hier ist jetzt der Behälter mit den Haaren. Und da können wir jetzt den Deckel unten rausschrauben, das leer machen. Und ja, dann weiter benutzen. Das ist nicht schlecht gemacht. Auch qualitativ, muss ich sagen, ist es nicht verkehrt. Also es scheint mir echt gut verarbeitet zu sein. Von der Stärke her, finde ich, ist das auch in Ordnung. Also die auf höchster Stufe. Da sieht man, wie schnell sich das dreht. Da ist auch schon ein bisschen Power hinter. So, dann testen wir jetzt noch mal kurz diese Bürste. Da kommt man auch hier jetzt zum Beispiel bei so einem Stuhl hinten gut in die Ritzen rein. Das mache ich mit meinem anderen Staubsauger auch immer. Das Coole ist, so ein kleines Gerät kann da natürlich auch mal ein bisschen handlicher sein als jetzt der Riesenstaubsauger. Ja, also ich muss sagen, ich bin recht positiv überrascht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil, also die Bürsten und so, das scheint mir echt alles ganz gut verarbeitet zu sein. Also es sieht sehr wertig aus. Ist halt Plastik natürlich, aber es ist halt kein billiger Plastik. Das ist schon, sieht schon vernünftig aus. Die haben auch alle das Logo oben drauf, die Bürsten. Dann steht hier, ist auch clean drauf. Ne? Und dann kann man das eben, es quietscht ein bisschen, okay. Aber das ist, denke ich, jetzt meckern auf hohem Niveau. Da kann man sicher sich mit ein bisschen, wie heißt das, WD-40 helfen, ne? Das ist auf jeden Fall machbar alles. Die ist auch echt schön lang, muss ich sagen. Also ich habe so ein Teil auch zu meinem regulären Staubsauger und es ist viel kürzer. Deswegen finde ich das ganz gut, dass ich jetzt so eine etwas längere Bürste davon habe. Ich habe noch nicht so ganz raus, ob hier jetzt halt noch irgendwie, ob es da jetzt noch mehr zu gibt, dass man das noch erweitern kann, weil wir haben theoretisch jetzt hier noch in der Mitte diesen Nubi frei und hier ist noch ein Stellplatz auf diesem Rondell frei. Aber auch das, ne, also vom Design her, finde ich das ganz nice so. Das ist anschaulich, das kann man sich so auch in den Schrank stellen und dann einfach reingreifen und sich die Bürste nehmen, die man gerade möchte. Oh, hier sind jetzt gerade irgendwie so ein paar Flecken drauf gekommen. Woher kommt das denn jetzt? War ich das? Habe ich das gemacht? Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ganz schön cool eigentlich. Jetzt wollte ich noch gucken, was kostet der Spaß denn? Das ist, denke ich, okay. Also vom Preis her kann man sich da eigentlich nicht beschweren. Also ist natürlich jetzt die Frage, wie das langlebig ist. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, eine Katze schnell und effektiv zu bürsten und die Haare halt schnell wegzuhaben, ist das eigentlich eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Also ich mache es momentan alles manuell. Ich bürste alle manuell, muss dann die Haare auch nachher entsorgen und auch nachher wieder alles absaugen und so, weil das natürlich auch an meiner Hose dann klebt und an dem Stuhl und überall. Und bei meiner Katze oben, die ältere, die haart gerade auch extrem, die ist im Fellwechsel und ihr ganzes Körbchen ist immer voll. Ne? Also das ist vielleicht echt eine Sache, die ich mir nach oben stelle zu ihr. Weil bei ihr kann ich das mal dann eben ganz schnell machen. Da habe ich nämlich den Staubsauger, den ich unten habe, den habe ich oben nicht.
Deswegen ist das für mich gerade echt praktisch, muss ich sagen. Also ist auf jeden Fall ein super cooles Ding gewesen zu verlosen. Freue ich mich extrem drüber und werde das auf jeden Fall in Zukunft benutzen. Ich mache euch Links dazu in die Beschreibung, wenn ihr euch das angucken möchtet. Ja, und ansonsten denke ich, war es das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen angenehmen Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das guckt. Denkt dran, bitte Video zu liken, schreibt Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ganz, ganz wichtig für mich, dass ich sehe, ob ihr das mögt oder nicht mögt oder was auch immer. Ist für mich super, super praktisch und schön zu wissen. Deswegen freue ich mich da immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.